Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, dem Platinum Walkthrough. Okay, wir müssen hier noch ein paar Untersuchungen anstellen. Dafür gehen wir ins Untersuchungsmenü und wählen in der Gerichtsakte die Luminolflüssigkeit aus und mit Dreieck können wir mit dem Sprühen anfangen. Zuallererst besprühen wir mal die Stelle, wo die ganzen Scherben liegen. Da muss eine Menge Blut gewesen sein. So viel habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich bin kein Profi. Was denken Sie, Inspektor? Oh, helles blaues Blut. Vielleicht war Inspektor Goodman ein Alien? Das würde beweisen, dass vor dem Schrank tatsächlich etwas passierte. Ich vermerke das auf dem Plan. Hey, wenn Ihnen meine Meinung egal ist, warum haben Sie dann gefragt? Okay, als nächstes besprühen wir diesen, Spind. Ich wusste es, da ist ein rechter Handabdruck. Was? Was ist, Inspektor? Dieser Schrank gehört mir. Ihnen? Bitte, Sie müssen mir helfen, wenn Sie kommen und ihn mir wegnehmen möchten. Versprechen Sie auszusagen, dass ich Kellerfliege etwas zuleide tue. Das machen Sie doch für mich nicht, wahr, Junge? Das ist ein wichtiger Hinweis, der muss auf den Plan eingezeichnet werden. Ich zähle auf Sie, glauben Sie mir, Sie können der Polizei nicht trauen. Was? Aber Sie sind doch Inspektor. Okay, als nächstes. Ja. Das ist der letzte Ort, den wir mit dem Luminol untersuchen müssen. Warum gibt es hier eine Reaktion? Es gibt keinen Grund, warum der Mörder dort den Schrank berührt haben soll. Das könnte von Bedeutung sein. Hey, das ist ja hochgradig interessant, Kleine. Was? Das da? Das ist Luminol-Testflüssigkeit. Wo hast du die her? Hä? Davon hätte ich auch gern was. Ich leihe mir eben 50 Kroten vom Chef. Wo hast du das her, Emma? Ich bestell's immer bei einem Versand. Ich sollte das besser auf den Plan einzeichnen. Hey Junge, schauen Sie auf die Uhr. Müssen Sie irgendwo hin? Herr Edgeworths Anhörung sollte bald durch sein. Ich werde meinen Tagesbericht abgeben. Vielleicht hilft er ja, wissen Sie? Bericht? Sie meinen die Notiz auf der Rückseite dieses Flyers? Oh Mann. Ja, ich erkenne das Gesicht auf dem Flyer bereits jetzt wieder. Allerdings ist das ein Charakter, mit dem bekommen wir es erst sehr viel später im Spiel zu tun. Da steht nur kleine Probleme? Hey, es geht hier um Edgeworth. Ich bin sicher, er kann mit so einem Bericht was anfangen. Ich glaube an ihn. Wer braucht schon Feinde, wenn man so gute Freunde wie Inspektor Gumshoe hat? Ich bin weg, Junge. Bis später. Vielleicht sollte ich mir auch anhören, was Edgeworth zu sagen hat. Ja, das wäre nicht schlecht. Okay, wir bewegen uns auf jeden Fall jetzt in Richtung Edgeworth. Dafür müssen wir erstmal aus dem Polizeirevier raus. Von hier aus in die Tiefgarage. Und von hier aus zum Büro des Oberstaatsanwalts. Ah, was machst du denn hier? Ah, Gäste, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Oh, Sie sind's. Sind wir uns schon einmal begegnet? Hä? Herr Edgeworth, wenn Sie mich entschuldigen, bis bald. Ist Edgeworth hier? Er steht dort beim Fenster mit einer Tasse Tee in der Hand. Ach, Sie sind's. Er lässt sich aus dem Hotel Tee bringen? Ja, aus dem Hotel Gatewater. Ich will nicht wissen, wie weit dieses Hotel entfernt ist. Herr Edgeworth, Sie kommen gerade aus der Anhörung im Büro des Bezirksstaatsanwalts? Stimmt, genau. Übrigens, Inspektor Gumshoe hat Sie gesucht. Ach ja, scheint so, als hätte er mir Informationen vorbeigebracht. Wirklich? Was Nützliches? Offensichtlich macht ein neues französisches Restaurant in der Nähe auf. Ich glaube, er wollte mich irgendwie aufmuntern. Ich glaube, der Bericht steht auf der anderen Seite, Edgeworth. Armer Herr Edgeworth, ich glaube, diese Sache setzt ihm ganz schön zu. Okay. Moment, wir werden ihm auf jeden Fall auch die Liste präsentieren, die wir gekriegt haben. Ach ja, ich sollte das jetzt mal überprüfen. Wie ich schon sagte, ich... Was ist das? Eine Liste der Ausweisnutzung? Edgeworth, Sie waren an diesem Tag im Beweisraum, nicht wahr? Und auch noch unmittelbar vor dem Vorfall. Ja, das stimmt. Warum, Herr Edgeworth? Schauen Sie mich bitte nicht so an. Ich wurde gebeten, dorthin zu gehen. Von niemand Geringerem als Polizeichef Gant. Vom Polizeichef?
Er wollte einen Beweis aus einem Fall, der vor einem halben Jahr gelöst wurde. Er wollte, dass ich ihn hier im Büro der Staatsanwaltschaft aufbewahre. Aber der Fall war doch gelöst, sonst wäre der Beweis ja nicht im Archiv. Und der Chef muss seine Entscheidungen nie begründen. Jedenfalls habe ich am Tag des Mordes dies hier zurückgebracht. Darf ich fragen, um welchen Fall es sich dabei handelte? Das kann ich nicht sagen. Es hat mit dem aktuellen Fall wirklich nichts zu tun. Nun bin ich aber erst recht neugierig, welcher Fall das war. Sollte ich mir notieren. Irrelevanter Beweis, Schraubenzieher zur Gerichtsakte hinzugefügt. Beweis aus früherem Fall Edgeworth. Auf Antrag Gans wieder in sein Büro gebracht. AT16. Oder AI, könnte auch ein E sein. Stur wie immer, ich hab doch gesagt, dass es für den aktuellen Fall belanglos ist. Tja, man weiß ja nie. Better be safe than sorry. Wie ist es also im Untersuchungsausschuss gelaufen? Es wurde beschlossen, diesen Fall so zu werten, dass keine Beweise unterschlagen wurden, sondern bei den Ermittlungen Kommunikationsprobleme aufgetreten sind. Beweise unterschlagen? Ja, offensichtlich glauben einige, dass ich Beweise unterschlagen habe. Ich wurde verwarnt. Dieses Mal hatten sie nochmal Glück. Nochmal? Das wurde mir schon so oft gesagt. Seit diesem Fall vor 2 Jahren... Ist alles klar bei Ihnen für den morgigen Prozess? Nun, ich bin immer noch der leitende Staatsanwalt, allerdings... Ist etwas passiert? Die Führung der Ermittlungen wurde an die Polizei übergeben. An die Polizei? Ja, jegliche weiteren Ermittlungen werden direkt von Polizeichef Gant geleitet. Mir bleibt nichts anderes übrig, als auf seine Ergebnisse zu warten. Ich verstehe. Warum frage ich Sie? Warum? Ich habe immer nur das getan, von dessen Richtigkeit ich überzeugt war. Dazu stehe ich. Und dennoch. Wow, ich habe ihn ja noch nie so aufgelöst gesehen. Okay, wir präsentieren Ihnen noch einmal Goodmans ID-Karte. Ah nee, Quatsch. Das war das Falsche. Right, ich bitte Sie, ich bin der Ankläger in diesem Fall. Sie warten doch nicht, dass ich den Fall mit Ihnen bei einer Tasse Tee bespreche. Kein Tee bitte, sagen Sie mir einfach etwas zu dem Fall. Herr Wright, Herr Edward hat Ihnen doch schon höflichst Nein gesagt. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Vielleicht kann ich mit meinem besten Beweis eine Reaktion aus ihm rauskitzeln, ja? So, Goodmans Notiz, das war's. Ich kenne Sie, Sie haben wahrscheinlich bereits irgendwelche Informationen. Es hat alles mit diesem Fall zu tun, an dem Sie gearbeitet haben, dem Fall SL9. Und mit einem dunklen Verdacht, den Sie hegten. Sie waren derjenige, der meine ärgsten Erinnerungen in mir weckte, so viel ich weiß. Hab mir schon gedacht, dass ich Ihnen früher oder später davon erzählen würde. Eine schlechte Erinnerung. Er spricht von dem Mord im Fahrstuhl. Okay, Edgeworth, warum erzählen Sie mir nicht einfach davon? Sagen Sie mir die Wahrheit. Der Fall SL9 war der schändliche Fall eines Serienmörders. Der Leiter der Ermittlungen war der damalige stellvertretende Polizeichef. Damon Gunt. Der bekloppte alte Kauz war also auch in dem Fall vor 2 Jahren verwickelt? Er war der Beste, den es gab, und ich hatte noch nie mit ihm gearbeitet. Ich war nervös. Wow, Sie sind also auch manchmal nervös, Herr Edgeworth? Ich möchte wissen, warum ein stellvertretender Polizeichef die Ermittlungen leitete. Ehrlich gesagt, ich habe etwas extremere Methoden angewandt als üblich. Es ging um einen bösartigen Mörder, ich konnte ihn nicht davonkommen lassen. Wir haben den Schuldspruch erwürgt und der Mörder wurde hingerichtet. Moment mal, Sie haben doch nicht etwa... Natürlich nicht. Ich habe die Beweise nicht manipuliert. Ja, ich tue alles in meiner Macht Stehende, um einen Prozess zu gewinnen. Allerdings gibt es für mich einen Kodex, den ich strengstens einhalte. Übrigens, Emma, die Generalstaatsanwältin wollte etwas wissen. Meine Schwester? Was denn? Führst du immer noch diese wissenschaftlichen Ermittlungen durch? Hä? Ja, natürlich. Nun, heute erst haben Herr Wright und ich diese... Luminol-Testflüssigkeit, hä? Huh? Nun dann. Dann hast du wahrscheinlich Verwendung hierfür. Aluminiumpulver, um Fingerabdrücke zu sichern. Es wurde chemisch behandelt, damit es besser haftet. Für mich? Sind Sie sich sicher? Wir sind doch der Feind, wie Sie wissen. Ich bin für die heutigen Ermittlungen nicht zuständig. Mach damit, was du willst. Edgeworth, ich bin wirklich... Keine Ursache. Hier, nehmen Sie das Pulver und diese Fingerabdruckdateien aller Beteiligten. Danke. Vielleicht sollte ich die auch Inspektor Gamschuh geben. Fingerabdruckset und Fingerabdruckdatei erhalten. Isoliert Fingerabdrücke aus Handabdrücken zum Vergleich mit der Kartei. Nun dann mal nichts wie los. Eine letzte Untersuchung noch.
Okay. Gut. Irgendwo habe ich doch einen verdächtigen Handabdruck gesehen. Ganz genau. Und dorthin begeben wir uns als nächstes. So, beim Polizeirevier, genau. Von dort aus zum Wachraum und in den Beweisraum. So, Sektor 3. Unsere Ermittlungen haben einen verdächtigen Handabdruck zutage gefördert. Hier in diesem Blut auf dem Beweisschrank des Inspektors. Benutzen wir die Geheimwaffe, die wir uns gerade ausgeliehen haben. Alles klar, los geht's. Zuerst wählen Sie einen Finger. Einen Finger? Jeder Finger hat eine leicht unterschiedliche Spur hinterlassen. Wählen wir also den Finger, der den deutlichsten Handabdruck hinterlassen hat. Ich kann auf Anhieb keine Unterschiede erkennen. Ernsthaft, Phoenix? Kannst du wirklich nicht? Hören Sie auf rumzueiern und wählen Sie einen Finger. Also der deutlichste Finger ist eindeutig der Daumen. Aber, naja. Okay, jetzt müssen wir nach Abdrücken suchen. Ich zeige Ihnen, wie das geht. Emma hat so ein Leuchten in den Augen. Zuerst versprühen wir das Aluminiumpulver. Hä, wie geht das? Mit der X-Taste, sehen Sie? Ah, sieht aus, als hätte das geholfen. Das Aluminiumpulver bleibt am Abdruck haften. Wenn das Pulver gut versprüht wurde, blasen wir das überschüssige Pulver weg. Hä, und wie geht das? Mit der Dreiecktaste. Aufregend, ich weiß. Stellen Sie sich vor, Sie blasen die Kerzen eines Geburtstagskuchens aus. Ja, auf dem DS, da musste man tatsächlich in das Mikro reinpusten. Aber da der Controller von der PlayStation 4 dieses Mikrofon nicht hat, muss man sich mit einer Taste bedienen. Habe ich mir schon gedacht, dass das so auslaufen wird. Verstehen Sie? Wow, das sieht witzig aus. Man braucht etwas Zeit, um reinzukommen. Es ist wunderbar und steigt einem nicht in die Nase und so. Man muss das Puder einfach dick auftragen und alles Übrige wegblasen. Das sind die Grundlagen der Fingerabdrucknahme, Herr Wright. Ich versuch's einfach mal. So, schön wie Puderzucker auf einer Waffe verteilen. Na super, jetzt habe ich Hunger. Und Dreieck. Aha, Sie haben es. Sie haben einen gefunden. Aber das sieht nicht wie ein Fingerabdruck aus. Ha, jetzt muss ich es erwähnen, muss ich Ihnen... Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, das bedeutet, wir haben kein Glück mehr. Kein Glück mehr? Die Person, die diesen Abdruck hinterlassen hat, muss Handschuhe getragen haben. Erzähl mir nicht, dass ich meine Zeit hier vergeude. Hey, beruhigen Sie sich. So ist das eben manchmal mit wissenschaftlichen Analysen. Aber es ist wirklich beschämend. Wenn wir schon mal dabei sind, warum suchen wir nicht noch nach anderen Fingerabdrücken? Andere Fingerabdrücke? Wenn ich mir die Tür so ansehe? Ja, ich sehe da noch eine verdächtige Stelle. Scheinen da noch mehr Fingerabdrücke neben dem blutigen Handabdruck zu sein. Schauen wir doch mal, ob wir einen eindeutigen Abdruck finden. Fingerabdrücke neben dem Blut. Genau hier. Okay. So. Lecker, lecker Puderzucker. Und zack. Oh, das sieht doch schon mal besser aus. Müsste das nicht eigentlich schon längst reichen? Ah. Yippie, ein strahlender Fingerabdruck. Strahlend? Jedenfalls war es nicht leicht, diesen Fingerabdruck zu finden. Wir müssen gleich prüfen, wem er gehört. Sind wir noch immer nicht fertig? Das dauert aber. Nun, es macht ja keinen Sinn, einen Fingerabdruck zu finden und nicht zu wissen, von wem er ist, oder? Da hat sie wohl recht. Okay. Sehen Sie sich die Fingerabdruckdaten an, die uns Herr Edwards gegeben hat. Und finden Sie die Person, die zu diesem Abdrücken passt. Hä? Woher soll ich denn wissen, wer es war? Ich könnte eine ziemlich sichere Vermutung abgeben. Der blutige Handabdruck und die Fingerabdrücke sind an verschiedenen Stellen, oder? Die Fingerabdrücke haben also vielleicht gar nichts mit unserem Fall zu tun. Wessen Fingerabdrücke werden wir wohl am ehesten auf dem Beweisschrank finden? Tja, ich würde sagen... die von Dick Gumshoe. Einmal vergleichen lassen. Vergleich beendet. Treffer! Nice. Okay. Aha, diese Fingerabdrücke gehören also Inspektor Gumshoe. Stimmt etwas nicht, Herr Wright? Da war gerade dieser Na-und-Blick in Ihren Augen. Wahrscheinlich, weil ich gerade Na-und dachte. Na schön, diesmal hat es nichts gebracht. Aber es gibt ein nächstes Mal.
Manchmal hat man einen Treffer und manchmal eben nicht. Das gehört einfach dazu, Herr Wright. Danke für dein Verständnis. Moment mal, wenn ich mich richtig erinnere, gab es hier noch einen anderen Handabdruck. Lass uns das prüfen. Ja, ganz genau. So, und zwar den hier, den die Luminol-Reaktion hervorgebracht hat. Hier zeigt ja das Luminol eine Reaktion, oder? Richtig, da ist ein Handabdruck. Okay, wollen Sie es mal versuchen? Jetzt leuchten Ihre Augen schon wieder. Los geht's. Okay, suchen wir nach Abdrücken. Das nenne ich Kampfgeist. Oh, da muss ich Sie zuerst noch auf etwas hinweisen. Was? Der Bereich mit dem Blut wurde weggewischt, oder? Wir haben die Spuren nur mit chemischer Hilfe gefunden. Alle Abdrücke in diesem Bereich wurden mit weggewischt. Oh, stimmt. Also heißt das keine Abdrücke. Würden Sie sagen, dass die Wahrscheinlichkeit Ihrer These hoch ist? Was weiß ich? Wie auch immer, wir müssen versuchen, Abdrücke zu finden, die nicht weggewischt wurden. Abdrücke außer denen, die von der blutigen Hand stammen. Ja, schauen wir mal. Genau, wir müssen dann ja einen der Finger untersuchen, die quasi nicht weggewischt worden sind. Die Finger, die keinen blutigen Abdruck hinterlassen haben. Oh, das ist ein bisschen wenig. Ich habe mein Bestes gegeben. Das Ergebnis eignet sich nicht, um Fingerabdrücke zu vergleichen. Aber es sieht auch nicht so aus, als könnte man ein besseres Ergebnis bekommen. Okay, versuchen wir einen anderen Finger. Ah, okay, es war der Finger direkt daneben. Alles klar. Genau. Müsste das nicht normalerweise schon längst reichen? Ach, das gibt's doch nicht. Das Spiel will den Abdruck wohl ganz genau haben, wie es scheint. Na gut. So. Okay, und das hier wird dem hier gehören. Okay. Hey, diese Fingerabdrücke. Von wem sind die? Von wem? Kenne ich die Person? Von Wachtmeister Marshall. Hä? Wachtmeister Jake Marshall? Marshalls Fingerabdrücke zur Gerichtsakte hinzugefügt. Aus einem blutigen Handabdruck im Beweisraum. Der Abdruck wurde weggewischt. Das muss ein Zufall sein. Er hat nichts mit dem Verbrechen zu tun. Emma, die unterscheiden sich sehr von Inspektor Gumshoes Fingerabdrücken. Die Luminol-Reaktion, das Blut und die Fingerabdrücke sind am selben Ort. Oh, oh. Also haben wir Jake Marshalls Fingerabdrücke. Auf einer verwischten Blutspur. Aber warum würde Wachtmeister Marshall... Es sieht aus, als würden unsere Ermittlungen endlich ein paar Ergebnisse bringen. Ich schätze, das hier ist ein entscheidender Beweis. Ich kann's nicht glauben. Tja, dieser Beweis ist unwiderlegbar. Er existiert und wir müssen alles da rausholen, was möglich ist. 24. Februar, 9.41 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Also, was denken Sie, Herr Wright? Ich denke, die Anklage ist ebenso verwirrt wie wir. Schließlich wurde das Opfer an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig ermordet. Und ein anderer Verdächtiger wurde am zweiten Tatort festgenommen. Lana! Guten Morgen, Herr Wright. Ich möchte mich für gestern entschuldigen. Ich war indisponiert. Ich hoffe, das Verhör hat nicht allzu lange gedauert. Wir sind eben fertig geworden. Ich bin aber an durchwachte Nächte gewöhnt. Und wie lief's? Es war, wie Herr Wright vermutet hat. Die Polizei ist ratlos. Das hatte ich mir gedacht und habe daraufhin eine Verfahrensabsprache angeregt. Eine Verfahrensabsprache? Was heißt das? Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich über diesen Simultanmord auspacke. Und die Staatsanwaltschaft nicht auf Todesstrafe plädiert. Das heißt es, Emma. Aber Lana, erzähl mir nicht, dass du... Es tut mir sehr leid, aber ich tappe ebenso im Dunkeln wie die. Frau Scaillé? Hä? Wir haben Spuren im Beweisraum des Polizeireviers gefunden. Sie gehören Wachtmeister Jake Marshall. Sie haben Spuren von Wachtmeister Marshall gefunden? Blutige Fingerabdrücke, um genau zu sein. Das ist das Ass, das ich heute im Ärmel habe.
Sie verstehen doch, was das für Sie bedeutet, oder? Um meine Schwester zu verteidigen, werden Sie Herrn Marshall angreifen? Wir müssen die Karten ausspielen, die wir haben. Nicht wahr, Frau Scaillé? Tun Sie, was Sie müssen, Herr Wright. Okay. 24. Februar, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 9. Das Gericht verhandelt jetzt den Fall Frau Lena Scaillé. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Die Anklage ist... Es tut mir leid, aber das müssen Sie näher erklären. Man braucht 30 Minuten mit dem Auto vom Revier zur Staatsanwaltschaft. Das Opfer Bruce Goodman wurde gleichzeitig an beiden Orten ermordet. Aber das ist physikalisch unmöglich, oder? Außerdem ist das Opfer aus dem Beweisraum einfach verschwunden. Ja, und die Leiche tauchte schließlich im Kofferraum von Herrn Edwards Auto auf. Wow, was für ein Durcheinander. Als Staatsanwalt ist es meine Pflicht, unparteiisch Beweise vorzulegen. Am heutigen Tag lege ich Beweise für den Mord im Polizeirevier vor. Und dabei glaube ich, dass sich die weitere Vorgehensweise von selbst zeigen wird. Was macht Herr Edwards so ein... Das macht Herrn Edwards so einmalig. Er klingt immer so souverän. Obwohl er selbst nicht weiß, was eigentlich los ist. Und das soll eine bewundernswerte Eigenschaft sein? Na schön, das Verfahren wird fortgesetzt. Was genau passierte am Tag des Verbrechens im Polizeirevier? Herr Edgeworth, rufen Sie bitte Ihren heutigen Zeugen in den Zeugenstand. Als ersten Zeugen ruft die Anklage den Verdächtigen des Mordes im Polizeirevier. Den Verdächtigen? Sie meinen den sogenannten Mörder? Meine Güte, das fängt ja gut an. Würde der Zeuge bitte seinen Namen und Beruf nennen? Ja, Sir, ich bin Wachtmeister Mike Meekins, Sir. Mein Beruf ist, das wäre dann wohl Mörder, Sir. Sie wollen damit also sagen, dass Sie ein Profikiller sind? Euer Ehren, ich war's, euer Ehren, ich bin der Täter. Ich werde nie wieder jemanden umbringen, euer Ehren. Sie müssen mir glauben, euer Ehren. Was wir eigentlich gern von Ihnen hören würden, wäre... Euer Ehren, ich gehöre zur jungen Generation, wie Sie es nennen würden, euer Ehren. Ich bin jemand, dessen Handlungen ältere Menschen kaum verstehen können. Bitte, Herr Edgeworth, helfen Sie mir. Wachtmeister Meekins. Ja? Berichten Sie bitte über das Verbrechen. Betrachten Sie das als Befehl. Ja, wie Sie wünschen. Ich gehöre zu einer Generation, der man sagen muss, was sie tun soll. Sie können ihm jedenfalls keinen mangelnden Enthusiasmus vorwerfen. Verbrechensbericht, euer Ehren. Obwohl ich das normalerweise nicht tue, war ich an dem Tag für den Beweisraum zuständig. Mir fiel auf einem Monitor ein Verdächtiger auf und ich rannte in den Raum. Ich tat nur, was ich gelernt habe, euer Ehren. Dann wurde ich angegriffen. Ich kämpfte um mein Leben. Dann habe ich es getan. Dann fiel ich in Ohnmacht, bis ich mich ein anderer Wachtmeister aufweckte. Also hat das Opfer Inspektor Goodman angegriffen? Tue anderen Böses, bevor andere dir Böses tun können. Das ist das Motto der Familie Meekins, euer Ehren. Ich verstehe, dann verloren Sie das Bewusstsein und ein Kollege weckte Sie wieder auf. Ja, euer Ehren, er gab mir einen Klaps auf den Kopf, euer Ehren. Na schön, die Verteidigung darf mit dem Kreuzverhör beginnen. Ich brauche mehr Informationen. Und deswegen werden wir an dieser Stelle jede einzelne seiner Aussagen angreifen. Moment mal! Herr Meekins, Sie arbeiten in der Abteilung Allgemeine Angelegenheiten, oder? Ja, ich bin für die Einstellung neuer Polizisten zuständig. Mann, also das ist doch mal ein erschreckender Gedanke. Am Tag des Verbrechens stand ein Beweismitteltransfer auf dem Programm. Was bedeutete, dass viele Polizisten mit Sonderaufgaben betraut wurden. Ich war für die Bewachung des Blue Badger zuständig. Des Blue Badger? Ja, euer Ehren, das witzige Polizeimaskottchen des Oberinspektors, euer Ehren. Ich sollte sicherstellen, dass er beim Beweismitteltransfer nicht beschädigt würde. Das war meine einzige Aufgabe an dem Tag, euer Ehren. Ich verstehe. Klingt nach einer, wichtigen Aufgabe. Nachdem die Preisverleihung an dem Tag zu Ende ging, liefen so viele Leute herum, dass ich den Blue Badger in den Beweisraum brachte. Oh, darum sind Sie also in den Beweisraum gegangen. Sagen Sie uns, was Sie sahen, als Sie dorthin kamen. Moment mal! Um den Beweisraum zu betreten, braucht man einen Ausweis, nicht wahr?
Stimmt genau, so einen, wie ich ihn gerade um den Hals trage. Dann sollte Ihre Dienstnummer hier aufgelistet sein, oder? Na? Da steht sie, ich hab sie! Dort ist es, die dort! Könnten Sie uns die Nummer bitte vorlesen? Ja, euer Ehren, es ist die 498596. Das ist meine Dienstnummer, euer Ehren. Ich verstehe, aber die Nummer 498596 kommt hier zweimal vor. Erklären Sie das bitte, Zeuge. Das ist nicht wirklich verwunderlich. Das erste Mal war, als ich den Blue Badger in den Beweisraum brachte. Und das zweite Mal war, als ich ihn holen wollte, nachdem alles vorbei war. Ich verstehe, es war also beim zweiten Mal als... Ja, euer Ehren, da habe ich den Mann auf dem Überwachungsmonitor gesehen. Okay, Ausweisverzeichnis aktualisiert. Moment mal! Sie wurden also angegriffen. Können Sie uns beschreiben, was genau passierte? Es war ein Messer, ein Messer! Inspektor Goodman griff sie mit einem Messer an? Was passierte dann? Nun, als ich auf ihn stieß, war ich ebenso überrascht wie ich. War er ebenso überrascht wie ich. Sie sind definitiv keiner, mit dem man gern zusammenstoßen möchte. Da habe ich reagiert, euer Ehren. Ich schwang meine Arme wie ein Oktopus und versuchte ihn zu stoppen. So habe ich mir diese Schnittwunde an der Hand zugezogen. Wenn sie einfach ruhig geblieben wären, wäre ihre Hand vielleicht nicht. Als ich das Blut meinen Arm runterlaufen sah, bekam ich Panik. Ich packte den Mann am Kragen. Was genau meinen Sie mit, ich habe es getan? Ich weiß, ich sehe zwar nicht so aus, aber ich stehe auf Kung-Fu-Filme. Der Mann achtete einen Moment lang nicht auf seine Deckung, sodass ich sein Messer an mich nehmen konnte. Sie haben ihm das Messer abgenommen? Ich drehte ihn um und entwaffnete ihn. Dabei schloss ich meine Augen wie ein Mann. Ich, verstehe. Er war wohl verzweifelt. Bevor ich wusste, was geschah, war sein Mantel mit meinem Blut besudelt. Und dann erinnere ich mich. Ja. Er schlug mir ins Gesicht, euer Ehren. Wann etwa erlangten Sie Ihr Bewusstsein zurück? Nicht so ungut, aber woher soll ich das wissen? Ich war bewusstlos. Oh, stimmt. Der Kollege, der den Zeugen aufweckte, sagt, es sei etwa 17.30 Uhr gewesen. Er traf mich direkt am Kopf. Ich wachte auf und musste heulen vor Schmerzen. Gut, ich meine, gut, dass Sie sich erholt haben. Als ich wieder zu mir kam, kümmerte ich mich sofort um meine Mission, euer Ehren. Ihre Mission? Ja, Sir, der Blue Badger, Sir. Ich brachte ihn zum Ausgang, bevor die Dinge außer Kontrolle gerieten. Na, dann kann ja nichts mehr passieren. Ich glaube, wir haben jetzt eine recht gute Vorstellung davon, was passierte. Ja, euer Ehren. Nur noch eines bleibt ungeklärt. War der Mann, den dieser Wachtmeister ermordete, wirklich das Opfer? Ein guter Einwurf. Ja, Wachtmeister Meekins. Was das angeht, euer Ehren. Sehen Sie sich das hier an. Das wurde mir in meiner Zelle gegeben. Polizeichef Gant hat es mir heute Morgen zukommen lassen, euer Ehren. Der Polizeichef? Zukommen lassen? Was ist das? Eine Videokassette? Ja, euer Ehren, das stimmt, euer Ehren. Eine Videokassette, euer Ehren. Sie enthält die Aufzeichnung der Sicherheitskamera im Beweisraum. Was? Aber ich habe ausdrücklich gefragt, ob es so ein Band gibt. Und man sagte mir, dass es versehentlich gelöscht wurde. Das ist ein gravierender Fehler. Ich will nur, was mir gesagt wurde, euer Ehren. Das ist das Einzige, was ich kann. Sieht aus, als sei die Kommunikation mit der Polizei wie immer ausgezeichnet. Nun, dann sehen wir es uns an. Zeigen Sie uns das Video, auf dem zu sehen ist, wie Sie das Opfer ermordeten. Oh, bitte benutzen Sie nicht dieses Wort Mord, euer Ehren. Es macht mir Angst. Ein Video des wahren Mordes? Wohin das wohl führt? Wohin führt das hier? Dieses Video ist im Übrigen nicht skippbar. Okay. Da sehen wir schon mal jemanden vorbeigehen. Ja, er hat den Schrank geöffnet und der Handschuh fiel raus. Ah ja, da ist Meekins. Oi.
Und der andere Mann ist plötzlich verschwunden. Man hat ihn nicht mehr vorbeigehen sehen. Sehr interessant. Nun, ich glaube, wir denken alle dasselbe. Wie sollen wir mit den beunruhigenden Gefühlen umgehen? Was zum Teufel sollte dieses zuckende Stück Sperrholz? Entschuldigen Sie, das ist der Stolz der gesamten Kriminalabteilung. Der Blue Badger. Warum überrascht es mich nicht, dass das hier nicht glatt läuft? Überwachungsvideo zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ja, jedenfalls scheint das Band zu beweisen, dass der Zeuge im Beweisraum tatsächlich, jemandem begegnet ist und sich eine Art, Aktivität abgespielt hat. Euer Ehren, statt sich auf ein eindeutig unvollständiges Video zu verlassen, sollten wir uns lieber mit der Zeugenaussage begnügen. Einverstanden, Wachtmeister Meekins? Ja, ganz wie Sie wünschen. Mysteriöser Mann. Sein Gesicht ist auf dem Video kaum zu erkennen. Aber es besteht kein Zweifel, dass die andere Person Inspektor Goodman war. Er öffnete den Beweisschrank, was nur mit Goodmans Fingerabdruck möglich war. Der Schrank, den er öffnete, gehörte eindeutig Inspektor Goodman, euer Ehren. Also muss er es gewesen sein. Niemand sonst hätte ihn öffnen können. Okay, was hat es mit dem Fingerabdruck auf sich? Jeder Inspektor hat einen Schrank, der per Fingerabdruck auf- und abgeschlossen wird. Die Schlösser sorgen dafür, dass nur der Besitzer seinen Schrank öffnen kann. Faszinierend, das würde bedeuten, das Opfer am Tatort muss Inspektor Goodman gewesen sein. Sehr gut, die Verteidigung darf mit dem Kreuzverhör beginnen. Ich weiß nicht, wohin dieses Kreuzverhör führt, aber alles fängt mit Widersprüchen an. Genau da muss ich ansetzen. Okay, mysteriöser Mann. So, wir müssen den Beweis an der Stelle präsentieren, und zwar natürlich das Video selbst. An dem Video auf diesem Band ist eine Sache ziemlich merkwürdig. Merkwürdig? Dieser Widerspruch führt zu der Möglichkeit, dass der Mann vielleicht nicht Inspektor Goodman ist. Was? Das Video enthält so einen klaren Widerspruch? Interessant. Euer Ehren, ich habe einen Vorschlag. Ja, Herr Edgeworth. Ich schlage vor, dass die Verteidigung diesen angeblichen Widerspruch in dem Video aufdeckt. Er möchte, dass ich es zeige. Gut, Vorschlag angenommen. Sehen wir uns diesen Beweis doch mal an. Ich werde jetzt das Überwachungsvideo nochmals abspielen. Herr Wright, bitte zeigen Sie uns den Widerspruch, den Sie meinen. Ich muss ein Problem in dem Video aufdecken? Das ist das erste Mal, dass ich das tun muss. Sie können das, Herr Wright. Sie können das Video vorspulen, zurückspulen oder anhalten. Sehen Sie es sich einfach an und weisen Sie auf das Richtige hin. Spielen Sie es bitte nicht zu oft, ich halte es nicht aus. Wie konnte dieser Typ nur Polizist werden? Nun dann, Herr Wright, klären Sie uns auf. Wo ist der Widerspruch, der zeigt... Hoppala. Okay. Und an der Stelle halten wir an und zeigen auf das Licht. Denn wie wir sehen, leuchtet das Licht über dem Spind. Das, was mit diesem Video nicht stimmt, muss das hier sein. Wachtmeister Meekins. Meinen Sie mich? Wer sonst heißt hier Meekins? So wie ich es begreife, funktioniert das Schloss des der Beweisschränke so. Berührt man den Griff, liest ein Sensor den Fingerabdruck. Passt er zu den registrierten Daten, geht das Licht an und das Schloss öffnet sich. Meine bescheidene Erfahrung sagt mir, dass es genau so ist. Wenn dem so ist, dann stimmt etwas nicht mit diesem Bild. Na? Okay, wir müssen das Video jetzt noch einmal von Anfang bis Ende sehen. Als das Opfer nach dem Griff greift, um den Schrank zu öffnen, spulen wir ein wenig zurück. Hier, sehen Sie das Licht? Was ist das? Es ist bereits an! Genau, euer Ehren. Der Schrank war bereits offen, bevor das Opfer den Griff berührte. Uah!
Ruhe, Ruhe! Was hat das zu bedeuten? Das ist ganz einfach, euer Ehren. Der Schrank war am Tag des Verbrechens nicht abgeschlossen. Aber die Schlösser wurden von einem elektronischen System überwacht. Wenn eine Tür geschlossen wird, schaltet sich ein Sensor ein. Und der Schrank wird automatisch abgeschlossen. Oh, ich weiß, es muss kaputt gegangen sein. Natürlich, ich bin kein Experte. Das ist unwahrscheinlich, euer Ehren. Der Sensor hätte jeden Fehler entdeckt und gemeldet. Na schön, als Laie sollte ich lieber meine Klappe halten. Nun, Herr Wright, haben Sie eine Erklärung dafür? Ich, euer Ehren? Ja, warum war das Fach nicht abgeschlossen? Ich, euer Ehren? Ja nun, sehen Sie, so richtig kenne ich mich da nicht aus. Was meinen Sie, Frau wissenschaftliche Ermittlerin? Hä? Oh, vielleicht ein Wackelkontakt in der Elektrik? Ein Wackelkontakt beim Sensor? Wie? Da stimmt irgendetwas anderes nicht mit dem Video. Ja, das glaube ich auch. In dem Video muss irgendwo noch ein anderer Hinweis stecken. Na schön, sehen wir uns das Video nochmal an. Der Schrank war nicht abgeschlossen. Herr Wright, bitte zeigen Sie uns warum. So, wir werden an der Stelle mal vorspulen. Wir wissen schon ganz genau, wo wir anhalten, zack, müssen, und zwar hier. Und auf den Handschuh zeigen. Bitte sehen Sie genau hin. Das ist die Fortführung des Teils, den ich zuvor schon gezeigt habe. Und jetzt wird es nochmal abgespielt. Das ist auch leider nicht skippbar. So. Was ist das? Da ist etwas Weißes aus dem Schrank gefallen. Aber euer Ehren, es fallen doch immer Sachen raus, wenn Türen geöffnet werden. Ich falle und rolle ab, wenn ich meine Autotür öffne, euer Ehren. Zudem ist nicht klar, ob der Gegenstand überhaupt im Schrank war. Was meinen Sie damit? Der Sensor öffnet das Schloss, wenn die Tür geschlossen ist. Was, wenn etwas dazwischen gesteckt wurde? Zwischen den Sensor und die Tür zum Beispiel? Dazwischen gesteckt! Ja, ich weiß, ist schon ein kleines bisschen nervig, dass das Video jedes Mal von Anfang an abgespielt wird. Aber da müssen wir durch. Naja gut, ich muss da durch. Ihr könnt einfach das Ganze vorspulen. Das weiße Ding war nicht im Schrank. Es steckte zwischen der Tür und dem Sensor. Oh, jetzt verstehe ich genau wie meine Krawatte. 2 von 3 Mal bleibt sie in der Tür stecken, wenn ich aus dem Streifenwagen steige. Statt dass sich die Tür schließt, wirkt sich meine Kleidung. Aber der Gegenstand hätte extrem dünn sein müssen, um in die Tür zu passen. Und außerdem dürfte er keinen elektrischen Strom leiten. Er müsste also ein Isolator sein. Ja, ein Isolator, aber am Tatort gab es vielleicht etwas, das zu dieser Beschreibung passt. Aber mit Isolator meinen Sie doch nicht. Ich glaube, ich hab's jetzt endlich. Na schön, würde die Verteidigung bitte den relevanten Beweis vorlegen. Was war das für ein Isolator in der Schranktür? Ganz einfach. Der Gummihandschuh. Ich fand dies beim Schrank, ein dünner Gummihandschuh. Aber wir wissen nicht, ob er im Schrank des Opfers war. Auf dem Handschuh ist ein Schild, auf dem Fall SL9 steht. Das Video scheint zu zeigen, wie das Opfer den Schrank öffnet. Aber das ist nicht der Fall. Die Lampe bezeugt das. Am Tag des Verbrechens hätte ich selbst den Schrank öffnen können. Nicht wahr, Wachtmeister Meekins? Ja, es scheint so. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Sollen wir dann glauben, dass das Opfer, den dieser Zeuge im Beweisraum erstochen hat, nicht Inspektor Goodman war? Lassen Sie sich nicht täuschen, euer Ehren. Was meinen Sie damit, Herr Edgeworth? Die Verteidigung hat lediglich die Möglichkeit bewiesen, nicht mehr. Das Opfer im Video war Bruce Goodman. Die Anklage wird eine weitere Aussage aufbieten, um das zu beweisen. Was? Wachtmeister Meekins, Ihre Aussage bitte. Sir, ich, Sir? Ich bin mir nicht sicher, worauf Sie hinaus wollen. Oh, das meinen Sie, natürlich. Soll das ein Witz sein? Na schön, Ihre Aussage bitte. Mysteriöser Mann 2. Es gibt noch einen anderen Beweis dafür, dass der Mann Inspektor Goodman war. Um den Beweisraum zu betreten, benötigt man einen Ausweis. Wenn ein Ausweis benutzt wird, gibt es einen Eintrag in einem Verzeichnis. Zum Tatzeitpunkt benutzte der Inspektor seinen Ausweis.
Okay. Ein Beweisverzeichnis? Ich verstehe. Ausweisverzeichnis. Ich habe das Ausweisverzeichnis gleich hier, euer Ehren. Der Ausweis, der um 17.14 Uhr benutzt wurde, gehörte dem Opfer. Direkt vor dem Verbrechen, hä? Ja, ohne Zweifel ist dies der Ausweis des Opfers. Aber eines erscheint mir seltsam. Mehrere hundert Fälle waren für einen Transfer vorgesehen. Warum waren so wenige Leute im Beweisraum? Dieser Beweisraum wird nur zur Aufbewahrung spezieller Fälle verwendet. Spezielle Fälle? Fälle, in denen extreme Gewalt und Polizisten verwickelt waren. Wenn ich das nur höre, stehen mir die Haare zu Berge. Mir auch, obwohl es keinen großen Unterschied macht. Ja, obwohl dir die Haare weniger zu Berge als nach hinten stehen, Phoenix. Nur ein paar Fälle standen hier zum Transfer an und fast alle waren bis 12 Uhr erledigt. Okay, ich verstehe. Fahren wir jetzt mit dem Kreuzverhör fort. Okay. So, um den Beweisraum zu betreten, benötigt man einen Ausweis. Und an genau der Stelle werden wir Goodmans Ausweis präsentieren. Warten Sie einen Augenblick, Wachtmeister Meekins. Ich bin nicht gut im Warten. Ich habe hier den Ausweis des Opfers. Ich fand ihn am Tatort. Das ergibt einen Sinn. Wenn ich Tatort sage, rede ich nicht vom Beweisraum im Polizeirevier. Ich rede vom anderen Tatort. Die Tiefgarage der Staatsanwaltschaft. Euer Ehren, ich habe noch einen Beweis, den ich zeigen möchte. Es handelt sich um einen sehr wichtigen Hinweis zum Ausweis des Opfers. Ein Verlustbericht? Er ist nur halb ausgefüllt. Aber er zeigt, dass der Inspektor an dem bewussten Tag etwas verloren hat. Es war wichtig genug, dass er diesen Bericht ausgefüllt hat. Lassen Sie mich raten. Sie glauben, dass dieses Etwas sein Ausweis war, richtig? Das kann ich mir nicht mit Sicherheit sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Am Tag des Verbrechens hatte Inspektor Goodman seine Karte nicht dabei. Ruhe, Ruhe! Also, was hat das alles zu bedeuten? Es kann nur eines bedeuten, dazu bedarf es keiner großen Fantasie. Der Mann, den Wachtmeister Meekins im Beweisraum antraf, war nicht Inspektor Goodman, sondern der Mann, der seinen Beweis seinen Ausweis gestohlen hat. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Möchte die Anklage dazu Stellung nehmen? Ich möchte der Verteidigung nur eines sagen. Bravo, Herr Wright. Bravo? Erlauben Sie mir, die Argumentation der Verteidigung zusammenzufassen. Um 17.15 Uhr am Tag des Verbrechens war der Mann, den Wachtmeister Meekins im Beweisraum traf, nicht Inspektor Goodman. Es gibt zwei Gründe, die dafür sprechen. Erstens war das Fach im Beweisraum bereits offen. Zweitens hatte das Opfer seinen Ausweis verloren. Stimmt das soweit, Herr Wright? Ja, was hat er vor? In diesem Fall kommen wir unvermeidbar zu einem bestimmten Schluss. Wenn das Opfer in diesem Video falsch ist, dann ist der Mord im Beweisraum ebenfalls falsch. Mit anderen Worten, die Überwachungskamera zeigt nicht den Mord. Nun, ich glaube, das stimmt. Ist alles in Ordnung, Herr Wright? Vor wenigen Augenblicken noch zeigten Sie zufrieden mit dem Finger herum. Das ist nicht gut. Nun, jetzt scheinen Sie endlich zu verstehen. Was Sie so lange beweisen wollten. Erklären Sie das, Herr Edgeworth! Die Verteidigung hat bereits alles erklärt. Das Opfer in diesem Video ist falsch und das heißt, der Mord ist nicht im Polizeirevier um 17.15 Uhr am Tag des Verbrechens passiert. Also, das Verbrechen kann nur an einem Ort stattgefunden haben, in der Tiefgarage der Staatsanwaltschaft. Und der Mörder war Frau Lena Skaye, die Angeklagte. Die Beweise sind eindeutig. Ein vertrauenswürdiger Zeuge beobachtete, wie die Anklage die Mordwaffe benutzte. Angeklagte. Na! Tja, da ist der Schuss nach hinten losgegangen. Ich wusste doch, dass diese Aussage viel zu schwammig war. Es war eine Falle von Anfang an. Was im Beweisraum passierte, lässt noch viele Fragen unbeantwortet. Wer genau war das Opfer, dem Wachtmeister Meekins begegnete? Und wohin ist diese Person verschwunden? Aber der Sinn dieser Verhandlung ist die Untersuchung des Mordes an Inspektor Goodman. Ganz genau, euer Ehren. Herr Wright, Sie müssen etwas unternehmen, oder Lena? Was mache ich nur? Wie soll ich aus diesem Schlamassel rauskommen?
Einen Moment, Euer Ehren! Was ist, Herr Wright? Sagen Sie mir nicht, dass Sie Einspruch gegen Ihren Beweis erheben. Natürlich nicht. Aber ich bin dem Staatsanwalt beinahe in die Falle gegangen. Wovon reden Sie? Dieses Kreuzverhör hat nur eines bewiesen. Das Überwachungsvideo zeigt nicht den eigentlichen Mord. Warte, 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 Warterei. Aber das heißt nicht, dass es nicht mit dem Mord in der Tiefgarage zusammenhängt. Insbesondere da große Mengen Blut im Beweisraum gefunden wurden. Die Verteidigung fordert eine genaue Untersuchung der Angelegenheit. Herr Edgeworth? Ja, Euer Ehren. Wenn dieses Gericht die Sache weiter untersucht, sind neue Zeugen notwendig. Ist die Anklage darauf vorbereitet? Es tut mir leid, Euer Ehren. Die Anklage betrachtet den Fall im Polizeirevier als unabhängig. Wir haben keine weiteren Zeugen für diesen Vorfall vorbereitet. Das könnte meine Chance sein. Es ist an der Zeit, einen gewissen Texas Ranger in den Zeugenstand zu rufen. Herr Wright, meinen Sie... Euer Ehren, die Verteidigung würde gerne einen besonderen Zeugen aufrufen. Oh, wen haben Sie denn im Sinn? Jemanden, von dem wir annehmen, dass er die Wahrheit kennt. Die Wahrheit hinter dem Vorfall im Beweisraum. Die Anklage verlangt, den Namen dieser Person zu erfahren, bevor sie entscheidet, ob sie zustimmt. Na schön, Herr Wright. Diese Person, die Sie gerne als Zeugen aufrufen möchten, wie ist Ihr Name? Hier. Wachtmeister Jake Marshall. Warum er? Ich kann ihn jetzt noch nicht alles wissen lassen. Er ist für den Beweisraum zuständig. Er soll sagen, was er zu sagen hat. Die Anklage ist mit dem Auftrag der Verteidigung einverstanden. Antrag. Da er für die Bewachung des Raumes zuständig war, sollten wir seine Aussage anhören. Glücklicherweise arbeitet er im Polizeirevier. Es sollte daher nicht länger als 20 Minuten dauern, ihn in den Zeugenstand zu rufen. Sehr schön, das Gericht zieht sich für 30 Minuten zurück, während der Zeuge vorgeladen wird. Würde die Anklage den Zeugen bitte in dieser Zeit holen lassen? Das werden wir, Euer Ehren. Das Gericht zieht sich zurück. Februar, 11.32 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Nichts kann Sie aufhalten, nicht wahr, Herr Wright? Hä? Wie meinen Sie das? Sie haben Jake Marshall aufgerufen. Es scheint, als hätten Sie alles herausgefunden. Ich habe überhaupt nichts rausgefunden. Lana, du bist diejenige, die alles weiß. Emma. Du weißt doch immer alles. Warum sagst du es nicht? Herr Wright versucht alles, um dich zu beschützen. Ich kann mich nicht entsinnen, ihn jemals um seinen Schutz gebeten zu haben. Wie kannst du nur so abweisend sein? Vertraust du uns etwa nicht? Vertraust du mir nicht? Ich möchte nicht unterbrechen, Leute. Oh, ich schätze, das tue ich. Ich komme später nochmal. Oh, Inspektor Gumshoe, was ist denn? Sie haben vielleicht Nerven, Junge, einen Inspektor im Dienst so herumzuscheuchen. Und obendrein bestellen Sie mich hierher. Was ist denn das für ein Was sind denn das für Grabesminen? Tut mir leid, Inspektor. Das sollte es auch keine... Hey! Sie habe ich ja gar nicht gesehen, Frau Scaillier! Ist schon in Ordnung. Also, haben Sie dabei, worum ich Sie gebeten habe? Sie meinen das hier, oder? Es tut mir leid, Inspektor. In meiner derzeitigen Lage war ich bei meiner Bitte gezwungen, Herrn Wrights Namen zu benutzen. Meinen Namen? Nicht in einer Million Jahre hätte ich erkannt, dass Sie mich gefragt haben. Würden Sie mir die Akten zum Fall SL9 bringen? Ich brauche sie bis Mittag. Das ist verrückt. Der Fall SL9? Aber Lena, das ist... Ich dachte mir, Herr Wright könnte sie gebrauchen, also habe ich sie holen lassen. Hier, es könnte helfen, wenn Sie sie lesen. Ich kann nicht glauben, dass Sie, Frau Lena Scaillier, Zeugin in diesem Fall waren. Frau Scaillier war Zeugin? Akten der Dark Moor-Morde aufgeklärt vor 2 Jahren.
Glauben Sie mir, Sie wollen gewiss nichts mit Serienmorden zu tun haben. Wie bitte? Erst durfte ich den Laufburschen spielen und jetzt werde ich ignoriert? Emma, aber warum? Warum steht dein Name hier drin? Was? Mein Name steht da drin? Ich weiß es nicht, es sei denn... Nein, das kann nicht sein. Lana? Dieser Fall SL9, ist das... Das ist das Aktenzeichen, unter dem die Polizei den Fall abgelegt hat. Vor 2 Jahren kannte der Rest der Welt ihn unter dem Namen... Die Joe Dark-Morde. Die Joe Dark... Nein, nein, Lana! Das ist vorbei! Nein! Emma, warte! Sie ist weggerannt. Wissen Sie was? Mir ist gerade eingefallen. Ich muss auch weg. Tut mir leid, Junge, aber ich muss los. Jake Marshall, Angel Starr, Damon Gunz, Miles Edgeworth. Ganz zu schweigen von Lana und Emma. Alle, die in den jetzigen Fall verwickelt sind, hatten mit den damaligen Morden zu tun. Das kann kein reiner Zufall sein. Wie ich Sie kenne, könnten Sie es herausbekommen. Zeit für die Verhandlung, Herr Wright. Viel Glück. Ich sollte mir diese Akte lieber genauer ansehen. Ja, das werden wir gleich auf jeden Fall machen. Fortsetzung folgt. Alles klar. 24. Februar, 12.14 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 9. Das Gericht verhandelt nun wieder den Prozess gegen Frau Lena Skaillé. Aber bevor wir den Prozess fortsetzen, muss ich den Part leider an der Stelle beenden. Er ist nämlich jetzt schon viel zu lang und den Rest der Verhandlung kriege ich definitiv nicht mehr in den Part gepackt. Also dann Leute, an der Stelle vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.